kommst du hoffentlich nicht auf den blödsinnigen Gedanken, Primus diesen Brief zu geben, oder? Ach, was für eine Überraschung! Oh, du ungezogener Bengel, für diese Schnüffelei musst du straft werden. Wer hätte jetzt gedacht? Xenia. Fipitis und Schnäppke. Mhm. Oh, cool. Welches ist es? Schnäpp. Interessant. Schnäppke ist ein Eis-Pokémon. Teigklaube ist effektiv. Durchbruch ist sehr effektiv. Okay, Retour. Dann greifen wir mal mit einem Biss an. Und damit eine Rückkehr. Perfekt, eine Donnerwelle und ein Pokéball, dann geht's. Gut. Ach, verdammt. Doppeltreffer. Okay, ein Biss und einen... Quatsch. Eine Donnerwelle wollte ich noch mal hinterherhauen. Das heißt zurück. Donnerwelle. Und dann haben wir... Da haben wir unser Eis-Pokémon. Dann können wir das Wasser-Pokémon noch mal für später benutzen. Also wir werden erstmal sehen, ob es da reinpacken. Aber wir können später noch mal umfunktionieren. Ist ja nicht verboten. Vor allem, weil Schnäppke ja noch voll ist und es dauert ja eine einige Zeit. Bis es wieder leer ist. Und zur Erlösung bereit ist. So, Fipitis. Fipitis. Würde das im Anime heißen. Gorbat. Magst du deinen Mund nicht zeigen? Bist du schüchtern, Gorbat? Für sehr effektive Attacken sehr, sehr schwach. Einen Pokéball. Gut. Zack. Na, Schnäppke, bist du sehr hart oder doch nur so ein... kleines Pokémon, das sich von ein bisschen Schwächung und Donnerwelle aufhalten lässt? Natürlich bist du das. Magneien. Für Magneien haben wir einen schönen Durchbruch. Perfekt. Das reicht auch. Aber Magneien wird den Durchbruch gar nicht abkriegen, weil es von der Donnerwelle schon One-Hit wird. Von der Donnerwelle vor allen Dingen. So. Da 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 da. Nö, One-Hit nicht, aber jetzt ist das Ganze hier down. Boah, der Ursa, bist du langsam. Aber Initiative muss man halt, also Initiative Mankos müsste man mit Verteidigung wegmachen, sonst wäre es nämlich unnötig. Ein schnelles Pokémon mit guten Verteidigungswerten ist genauso hilfreich wie ein langsames Pokémon mit schlechten Verteidigungswerten. Ja. Denn entweder ignoriert man die Verteidigungswerte und maximiert die Initiative, um mit einem sehr, sehr starken Pokémon ganz einfach alles zu überholen und alles zu one-hitten. Oder man ignoriert die Initiative, geht ganz auf Verteidigung und versucht den Gegner mit anderen Effekten halt zu besiegen. Und wieder oben. Oh, Teddy Ursa entwickelt sich, dass wir das noch erleben dürfen. Sehr, sehr spektakulär, nee, unspektakuläre Entwicklung. Teddy Ursa wurde zu Ursaring.
Yeah. Der Bär unter den Pokémon. Das hättest du nicht finden dürfen. Warum lässt du das denn hier rumliegen? Aber weißt du was? Es ist reine Zeitverschwendung, Primus den Brief zu geben. Ja, weil Primus ein Blödmann ist und auch uns gerade weggeschickt hat. Nee, vielleicht wurde Primus auch übernommen. Wer bist du denn? Was ist denn los? Ist irgendwas passiert? Wie war das? Den Krypto ist hier? Sag mal, sehen sie vielleicht so aus? Gott, Mann, ein Vollidiot. Warum spielt er nicht mit? Also, wir spielen nicht mit. Gunther. Nicht Günther, sondern Gunther. Mit Kramurf und Tanzer. Game Freak hat das mit Kramurf und Gunther. Wer diese Anspielung kapiert, der ist cool. Und Kramurf wird sein. Nee, Tanzer. Okay, Donnerschock auf Kramurks und ein pures Käfer-Pokémon sollte von einer Durchbruchattacke nicht one-hitted werden. Vor allen Dingen, weil sie nicht sehr effektiv ist, deswegen meine ich das. Also nicht, weil die Ursachen jetzt schwach wäre oder so. Aber Rückkehr wäre ziemlich fragwürdig. Oh, na gut, bei Rückkehr. Nee. Ursachen jetzt mit diesen verstärkten Angriffswerten und. Ah, mal gucken. Arianas. Käfergift. Wow. Gut, da können wir noch eine drauf machen. Auf den Eulen Tannenzapfen. Alles geht auf Ursaring. Mann. Ariados. Naja, Elektro ist immer noch neutral. Und noch ein Durchbruch auf Tanzer. Ein weibliches Tanzer. Okay, Two-Hit ist gut. Ich werde mich mittlerweile, also in nächster Zeit auch um den Donnerblitz kümmern. Den können wir ja durch das Poke-Bingo eigentlich relativ schnell bekommen. Beziehungsweise ich mache das dann offscreen. Dann werde ich einfach ein paar Runden Poke-Bingo zocken. Und die Coupons für den Donnerblitz dann zusammenfarmen. Apropos Donnerblitz, wir haben ja den Donner letztes Mal gekauft. Jetzt könnten wir... Ah, bringen wir den Blitz herbei. Der ist ja ziemlich... wirkungslos ist er nicht, aber ziemlich... Naja. Was soll man von dem Donner halten? Er ist halt... Er geht halt öfter mal daneben. So. Warneffektkauf. Geiler Bolli-Check, diese Rückkehr. Haben wir eigentlich, ich muss mal gucken, was für eine Fähigkeit unser Ursaring jetzt hat. Weil wenn es die richtige Fähigkeit hat, könnten wir mit einer geilen Kombi ein richtig starkes Pokémon haben. Nicht tauschen. Perfekt! Adrenalin! Darum werde ich mich auch kümmern, dass ich das für die Attacke bekomme. Das wird eine coole Sache. Eine sehr, sehr coole Sache. Donnerschock. Ach Quatsch, ich wollte es gerade besiegen. Items. Das wäre richtig geil. Richtig, richtig geil. Dich rufen wir mal. Ich gehe wieder auf Nummer sicher. Eins, zwei, drei. Perfekt. Ja, super. Na, und wir sind raus. Wieso wir? Tanzer, damit haben wir jetzt auch ein neues. Habe ich gerade Kiefer gesagt? Tanzer ist ein. Nee, doch, Tanzer ist ein Kiefer. Ist Tanzer ein Kiefer?
Entweder ist Tanzer Kieferstahl oder Pflanzestahl. Wenn man von einem Tanzapfen ausgeht, ist es natürlich Pflanzestahl. Aber ich hab so im Kopf, dass es ein Kieferstahl ist. Nanu? 6 Primus. 6 Primen. Ja, wir sind Primus. Wir alle. Man bewundert uns in jedem Falle. Oh cool, die Reim. Man kennt uns hierzulande, denn wir sind die Primus Bande. Abzählen. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das ist prima. Wir sehen uns so ähnlich, dass ich uns selbst nicht auseinanderhalten kann. Jeder weiß, was er zu tun hat. Es ist unsere Aufgabe, den Gegner zu verwirren. Wir werden uns verteilen und die Aufmerksamkeit von der Prima Arena ablenken. Und wenn alles glatt läuft, haben wir Aussicht auf den Posten als Vorstand. Vielleicht. Meine Brüder, führt unsere Aufgabe mit Eifer und Sorgfalt aus und auf unsere Position. Ja, welche 6 Leute könnten das wohl sein? Okay. Krypto-Orbis. Heieie. Gut, dann gehen wir mal eben erlösen. So ein bisschen. Denn das lohnt sich gerade voll. Und die Primen hauen ja hoffentlich nicht ab. Also hoffentlich lassen die uns hier aus der Stadt raus. Ja. Perfekt. Oh, ist das eine Fahrerei immer. Heilung! Ich will erlösen! Das wusste ich auch. Okay. Nummer 1. Ein Trasler. Ein Psycho-Pokémon. Trudel in einer Gift-Undicht-Kombi. Ich glaube, mit den Pokémon, die wir jetzt haben, können wir die nächsten, können wir noch mindestens 1 perfektionieren. Das ist super. Schockwelle, du Glücklicher. Und Gesang. Mit einem Band. Ah ja. Ja. Voltoball, Elektro-Pokémon. Und gut in einer Boden-Wasser-Kombi. Da. Spiegel. Das war wirklich Spiegelkäben. Cool. Und eine Heilung. Ich wusste. Kann man. Lernt Voltoball im normalen Spielverlauf Spiegelcape? Ich glaube nicht. Also hier kann man wirklich spezielle Pokémon haben. Könnte sogar nützlich sein, wenn man. Ist natürlich die Frage, ob sie die bei der Zucht weitergeben, sonst ist das relativ nutzlos. Flunkiefer. Kann auch Trugschlag. Das ist wirklich enorm, was sie für Attacken können. Also Attacken, die sie wirklich im normalen Spielverlauf nicht bekommen. Und Voltilam. Vor allem diese massive Heilung. Ich glaube, kaum ein Pokémon könnte so außerhalb dieses Spiels Heilung. Und was kannst du? Body Slam und Vitalglocke. Ja gut, das kann Voltilam auch so lernen, soweit ich weiß. Okay.